Ich habe in den letzten 25 Jahren mindestens 1000 PC-Spiele gespielt. Heute möchte ich euch ein paar Titel vorstellen, die mich persönlich am meisten beeindruckt haben und am besten in Erinnerung geblieben sind. Keine Angst, ich bin keiner dieser "früher war alles besser" Nostalgiker. Meine Liste umfasst daher hauptsächlich relativ moderne Spiele. Für die Reihenfolge machen wir aber zumindest eine kleine Zeitreise, denn die Spiele hier sind nach Release-Datum sortiert. Der Ego-Shooter Doom erschien bereits Ende 1993. Von dem Spiel etwas mitbekommen habe ich dann aber erst später, nachdem 1994 der zweite Teil erschien. Ein Freund meines Bruders brachte die Spiele auf einem Haufen Disketten mit, damit wir sie auf unserem AMD 486er mit flotten 100 MHz spielen konnten. Es war der erste Ego-Shooter, den ich jemals spielte, aber ganz sicher nicht der letzte. Erst viel später, im Jahr 2004, erschien Doom 3, das zwar technisch beeindruckend war, mich aber sonst nicht besonders begeisterte. Der Reboot Doom aus dem Jahr 2016 hat mein Herz mit seinem simplen, schnellen Gameplay allerdings im Sturm erobert, sodass ich mich auch sehr auf das kommende Doom Eternal freue. Diablo war 1997 für mich eine absolute Offenbarung, denn es vereinte RPG-Elemente, zufallsgenerierte Levelabschnitte, Echtzeitkämpfe sowie die auch heute noch so beliebte Suche nach immer besseren Gegenständen zu einem tollen Gesamterlebnis. Es gab zu der Zeit schon viele 3D-Games, diese sahen aber durch die recht niedrige Polygondichte oft noch nicht so toll aus. Da war das 2D-Diablo mit seinen vorgerenderten Hintergründen doch recht ansehnlich. Mitte 2000 wurde eine sehr ähnliche Technik auch für Diablo 2 verwendet, das zwar sicher kein Grafik-Highlight war, aber dafür mit spektakulären Zwischensequenzen und einem viel höheren Umfang als der erste Teil punktete. Auch Diablo 3 schaffte es 2012, mich wieder zu überzeugen. Nach anfänglichen Problemen wuchs mir auch dieser Teil ans Herz und wurde allein und im Koop mehrfach durchgespielt. Das Action-Rollenspiel Gothic von dem deutschen Entwickler Piranha Bytes hat mich 2001 mit seiner lebendigen Spielwelt voller interessanter Charaktere in den Bann gezogen. Um im Spiel voranzukommen, muss man zwangsläufig immer wieder jemanden ans Bein pinkeln. Handlungen haben Konsequenzen und Entscheidungen einen Einfluss. Noch besser fand ich dann den rund ein Jahr später erschienenen Teil 2. Die größere, schicke Spielwelt, verzweigte Quests und eine hohe spielerische Freiheit zogen mich erneut in Gothics Bann. Die Hardware-Anforderungen waren hoch, aber es lohnte sich für so ein Spiel den Rechner aufzurüsten. Teil 3 aus dem Jahr 2006 war erst später nach zahlreichen Bugfixes und Fanpatches genießbar. Mit Elex spielte ich 2017 auch das jüngste Spiel von Piranha Bytes, das ich zwar immer noch gut fand, allerdings im Vergleich zur starken Konkurrenz leider auch etwas veraltet rüberkam. Zwischen Episode 2 und 3 der unbeliebten Star Wars Prequels erschien das Rollenspiel Knights of the Old Republic von BioWare, das noch Jahrtausende vor den Filmen spielt und daher nicht mit bekannten Charakteren wie Luke Skywalker aufwartet. Das macht aber überhaupt nichts, denn das Spiel erzeugte innerhalb seiner eigenen Welt eine dichte Atmosphäre. Ich fand es großartig, die Macht und Lichtschwerter einzusetzen, um dabei zu einem immer mächtigeren Jedi zu werden. Und noch mehr als bei Gothic spielte die Entscheidungsfreiheit eine große Rolle für die Story und eigene Charakterentwicklung. Teil 2 habe ich damals leider verpasst. Der Versuch, das Spiel vor ein paar Jahren nachzuholen, scheiterte leider, da ich die ersten Stunden Gameplay als grafisch veraltet und spielerisch in die Länge gezogen empfand. Man ist eben inzwischen etwas verwöhnt. Rapture. BioShock hat mich komplett mit seinem besonderen Unterwasser-Setting und dem Art-Deco-Grafikstil überzeugt. Darüber hinaus ist das Spiel einfach ein sehr solider Shooter mit einer spannenden Story. Es gibt einige coole und besondere Fähigkeiten, die man sich im Laufe des Spiels aneignen kann. Und auch wenn an vielen Stellen zu merken war, dass das Spiel parallel für die PS3 und Xbox 360 entwickelt wurde, sah die Grafik auf dem PC einfach hervorragend aus.
Die Fortsetzung Bioshock 2 konnte mich im Jahr 2010 ebenfalls überzeugen. Und auch Bioshock Infinite brachte mit dem Settingwechsel frischen Wind in die Serie. Ich kann alle drei Teile absolut empfehlen. Wer mag, kann sie sich auch für die aktuelle Konsolengeneration als Komplettpaket kaufen. Nicht kaufen muss man hingegen ein Abo bei der Mittagspackung, denn das ist absolut kostenlos. Also drückt doch mal den roten Knopf, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir haben Sichtkontakt zum Ziel, noch 60 Sekunden. Vor Call of Duty 4 hatte ich bereits ein paar Call of Duty und Medal of Honor Spiele gespielt. Als Modern Warfare erschien, war der Markt noch nicht überschwemmt von Modern Military Shootern und das ganze Szenario war tatsächlich noch etwas Besonderes. Dazu ist die Kampagne sehr filmisch inszeniert, abwechslungsreich und voller überraschender Skriptereignisse. Der Sound ist fantastisch und rechtfertigte damals klar die Anschaffung eines 5.1 Surround-Systems für den PC. Im Gegensatz zu manch anderen hat mich der Multiplayer übrigens nicht im gleichen Maße gepackt. Das Spiel gibt es seit 2016 auch als Remastered-Fassung für die PS4 und Xbox One, von der hier auch Videomaterial zu sehen ist. Waffenfreigabe. Let's do this. Ein weiteres meiner Lieblingsspiele ist Mass Effect. Hier lag der Fokus von BioWare noch darauf, eine tolle Story für Einzelspieler zu liefern, anstatt wie bei Anthem Loot and Shoot für Koop-Spieler zu bieten. Die PC-Version erschien im Sommer 2008 und konnte sich optisch deutlich von der Konsolenfassung absetzen. Unabhängig davon überzeugte mich das actionreiche, aber auch taktische Gameplay und natürlich mal wieder die Entscheidungen und unterschiedliche Dialogoptionen in Gesprächen mit den vielen Charakteren. Am besten fand ich Mass Effect 2 aus dem Jahr 2010, aber auch der Abschluss der Trilogie aus dem Jahr 2012 hat mir sehr gut gefallen. An dem umstrittenen Andromeda habe ich mich immer noch nicht versucht, aber irgendwann bestimmt. Dead Space konnte mich 2008 sehr begeistern. Es ist noch so ein Spiel aus der Zeit, in der ich die PC-Version wegen der deutlich besseren Optik jederzeit der Konsolenfassung vorzog. Ein Problem mit der Maussteuerung ließ sich leicht beheben und los ging der Horrortrip durch das Alien-verseuchte Raumschiff. Auf jeden Fall nichts für schwache Nerven. Der zweite Teil erweiterte die Erfahrung durch abwechslungsreiche Schauplätze und viele spannende Momente. Ich habe auch diesen als hervorragend in Erinnerung. Dead Space 3 war 2013 eins der ersten Singleplayer-Spiele, das von EA mit Ingame-Mikrotransaktionen verkauft wurde. Da der Titel auch sonst nicht so gut bewertet wurde wie die Vorgänger, habe ich ihn damals ausgelassen. Ich plane aber auch diesen noch nachzuholen. Blizzard-Spiele sind bekannt dafür, eine Menge Lebenszeit zu verbrauchen. Ich wurde zum Glück nie vom World of Warcraft-Virus infiziert. Dafür hat es mir ab Sommer 2010 StarCraft 2 angetan. Echtzeit-Strategiespiele wie Command & Conquer, Age of Empires oder eben StarCraft mochte ich schon immer. Das Besondere für mich an diesem Spiel ist, dass mich, nachdem ich die hervorragende Kampagne durchgespielt hatte, der Multiplayer für ca. 2 Jahre komplett gefesselt hat. Und auch danach spielte ich immer mal wieder gern eine Runde. Die vielen Strategien und taktischen Möglichkeiten sowie das Ligasystem für 1 gegen 1 oder 2 gegen 2 in Kombination mit einer lebendigen Diskussionskultur und E-Sport-Szene machten StarCraft 2 zu einem meiner absoluten Lieblingsspiele. Das Hauptspiel ist inzwischen Free-to-Play, die beiden guten Kampagnen-Add-ons kann man sich dazu kaufen. And with it, our legacy. The Witcher 3 Wild Hunt ist hier auf Platz 1, weil es das neueste Spiel der Liste ist. Wenn ich mich entscheiden müsste, wäre es aber vermutlich auch auf diesem Platz gelandet. Der erste Teil konnte mich noch nicht komplett überzeugen. Der zweite Teil war durchaus gut, aber Teil 3 ist einfach ein perfekt auf mich zugeschnittenes Spiel.
The Witcher 3 bietet eine spannende, vielfältige und lebendige Spielwelt, die mit toller Grafik präsentiert wird. Dazu sind Haupt- und Nebenaufgaben so gut geschrieben, gespielt und präsentiert, dass das Ganze auch ein Film oder eine Serie sein könnte. Ich kann in weiten Teilen tun und lassen, was ich will und wann ich es will. Das Kampfsystem mag manchen gestört haben, mich aber nicht. Für mich gab es auch hier genug Abwechslung. Es gibt keine nervigen Mikrotransaktionen und auch die beiden Erweiterungen sind herausragend und fast schon als eigene Spiele anzusehen. Ich freue mich sehr auf Cyberpunk 2077 des gleichen Entwicklers, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass mir das auch gefallen wird. Das waren 10 Spiele, die mir wichtig sind. Als erste grobe Auswahl für diese Liste sind mir übrigens rund 60 Spiele eingefallen. Wenn ihr noch weitere Videos dieser Art sehen wollt, gebt einen Daumen nach oben und schreibt auch in die Kommentare, ob ihr auch eine Verbindung zu einem dieser Spiele habt. Außerdem möchte ich euch noch das verlinkte Video zu 10 toten Gaming-Franchises empfehlen, von denen ich auch alle selbst gespielt habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr diesen Kanal abonniert, die Glocke aktiviert und das Video mit euren Spielefreunden teilt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!